Hallo! Seid ihr alle da? Ja! Ja. Der Volker Kriegel hat mal gesagt, Jatz ist immer, wenn ein Saxophon dabei ist. Ich habe aus diesem Grunde drei Stück mitgebracht. Aber was ist ein Saxophon alleine? Das wäre doch ein bisschen dünn bei so einer Veranstaltung. Deshalb habe ich noch drei Mitstreiter mitgebracht. Wir heißen ja auch zu viert. Als wir anfingen, hießen wir mal zu zweit. Da waren nur der Jan Lulay und ich. Dann kam die Lindy dazu und schließlich der Tobias. Und auf diese Weise spielen wir heute zu viert. Schon geht's los. Hen Party Blues. Thank you.
Das nächste Stück stammt von Jenny Roan Morton. Das hat er aufgenommen um das Jahr 1930. Das Stück hat den schönen Titel I'm Looking for a Little Bluebird. Die Frage ist, was ist eigentlich ein Bluebird? Ein Bluebird ist ein Brotkehlchen-Hüttensänger, habe ich nachgeschlagen. Eine Drossel, die mit dem Brotkehlchen verwandt ist. In den Songtexten allerdings handelt es sich weniger um Brotkehlchen, sondern meist um eine Geliebte. Andererseits wird das Wort auch gebraucht für Polizeihubschrauber oder ein Rauschgift wie Kokain. Wie dem auch sei, wir spielen das heute zum ersten Mal, sozusagen eine Uraufführung, die Übung möge gelingen. Wunderbar.
Everybody loves my baby. Oder im Umkehrschluss, every baby loves my body. Thank you.
Thank you.
the glory of love. Anfangs schon, auch drei Saxophone alleine wären nicht besonders ausreichend gewesen. Und ich bin froh, dass wir heute einmal eine der profiliertesten Bassistinnen, die es gibt, weit und breit hier unter uns haben können. Sie hat den Ehrennamen Lady Bass und heißt Lindy Hubertsberg. Und dann der Mann am Klavier, der am 30. Januar, wie gesagt, hier nochmal als Solist auftreten wird. Es gibt kaum jemanden, der mit seinen Fingern so schnell über die Tasten fegen kann, fast wie der Flügelschlag eines Kolibris. Deswegen nehme ich ihn heute mal den Kolibri.
des Pianos. Jan Lunau. Und dann haben wir noch einen der, wie soll ich sagen, versiertesten, vielseitigsten und besten Schlagzeuger, die ich kenne. Er ist in allen Sätteln gerecht, er spielt klassischen Jazz, modernen Jazz, klassische Musik, Schlagwerk aller Art und tritt auch als Solist auf mit seinem Schlagzeug, das er noch um, ich weiß nicht wie viele Instrumente erweitert. Es handelt sich hier um Tobias Schirmer. Sie wollen ja auch wissen, wer sie eingeladen hat und wer das Ganze hier zu verantworten hat, diese ganzen Menschen, die hier sind. Alles liebe Freunde und Bekannte. Und wir waren wirklich sehr erfreut, dass es so voll geworden ist für Frank Selden. Und kaufen Sie so viele CDs wie möglich.